Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Evolent 2. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier an einer anderen Stelle in der Zukunft. Woran das liegt? Ich habe eine halbe Stunde lang nicht aufgenommen. Während der Zeit ist ein bisschen was passiert. Ich kann hier ein Stückchen zurücklaufen. Wir haben hier den sogenannten Yoda-Baum getroffen. Der spricht ein bisschen lustig. Den heiligen Hain überflutet die Sadistas haben. Traurig das ist, oh ja, sie bekämpfen mich habe, aber nicht, sie bekämpfen ich aber nicht kann? Was? Sie bekämpfen mich aber nicht kann. Genau. Das Problem war, das heißt, eine halbe Stunde ist weg. Da ist sehr viel passiert. Erstens haben wir hier Dena getroffen. Haben wir zuerst gedacht, dass wir den bekämpfen müssen. Ich habe mich schon auf den Bossfight vorbereitet. Aber das ist ja nicht alles. Wir haben in... Nicht dafür, aber es ist einfach so. Das nervt. Wir haben in diesem Gang... An dieser Stelle, wo jetzt gerade diese drei Blobs waren... Hier... Eine gewisse Person aufgefunden. Diese kann ich euch aber in dieser Zeit nicht zeigen. Aber sie ist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Zudem haben wir herausgefunden, dass wir mit dieser Person diese Typen hier steuern können. Und, wartet, die schwarzen Gestalten, ne? Nämlich, so, diese Gestalten mit den Dingern zerstören können. Zudem haben wir erfahren, dass man zudem haben wir solche Pilze entdeckt, ja, das sind Pilze, die wir mit Minus in der normalen Zeit, also in der Gegenwart und in der Vergangenheit ändern können. Also, wenn man hier jetzt drauf haben würde, würde rot rauskommen, dafür werden die blauen unten sein. So, andersrum natürlich genauso. So, aber ich werde euch nun die Persönlichkeit zeigen, sobald sie wieder gefragt ist. Achso, ja, gehen wir einfach vorbei. Das dauert aber, glaube ich, noch besser. Die können wir bewegen. Ah, jetzt ist, glaube ich, die Person gefragt. Oder? Nee, noch nicht. Noch können wir sie nicht nutzen. Noch fehlt uns eine Kleinigkeit. Ob wir die hier finden? Nein. Schade. Das ist, tut mir wirklich leid, ich habe noch die Audiodateien, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. So, was können wir denn mit dem jetzt machen? Wie können wir jetzt den hier besiegen, weil mit dem, da steht, können wir nicht weiterkommen. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, dass der da steht. Könnte den da weg verschieben. Schauen wir mal, wohin er sich verzogen hat. Nochmals Verzeihung dafür, ich kann da jetzt halt heute nichts mehr gegen machen. Ah, genau. So, wir können jetzt halt in die. Das ist, glaube ich, die Vergangenheit. Oder? Nein, das ist die Gegenwart. Da können wir jetzt hier durch. Jetzt können wir in der Gegenwart rumlaufen. Zumindest ein gewisses Stückchen. Und da habe ich ein Leck. Ich weiß nicht wieso. Bis zu dieser Stelle. Da können wir hier noch ein Stückchen nach unten laufen. Bis zu dieser Stelle. So. Aber diese, das können wir jetzt töten, nämlich durch. Navi. Das ist tatsächlich Navi. Und diese hier kann die hier steuern. Dazu muss ich aber nur herausfinden, wie ich da hinkomme. Wo ich dadurch? Nein. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Eigentlich sollte ich ja irgendwie dahin kommen. Also eigentlich müsste ich jetzt halt da irgendwie hinkommen. Das sieht aber gerade nicht so aus. Können wir denn anderswo hin? Hallo. Wir können da hoch. Kommen wir da hoch? Nein, können wir nicht, wegen dem hier.
Ja, wie machen wir denn dich jetzt an einem Blößen? Hier habe ich auch gerade gegangen. Ach, darüber können wir fliegen. Okay, das ist eine Tür Information, die bringt mir aber hier zum Beispiel nichts. Wir müssen auf die andere Seite. Ha. Müsste irgendwie schaffen, darüber zu kommen. Auf jeden Fall zeige ich euch, was Navi kann. Sie kann, ne? Zu meiner Schrecken kann sie das. Das finde ich nämlich ein bisschen unnötig. Können sie mit denen hier reden und mit einer Attack-Taste kann sie so Feuerbälle verschießen. Die sind effektiv gegen die da. Wo können wir die eigentlich einfrieren? Das wäre das Allergeilste. Nein. Geht leider nicht. Und sie kann diese hoch rausstehende, keine Ahnung was, diese Jungpilze, keine Ahnung wie man die nennt, kann sie, also kann der Pilz zerstören. Orikon-Erz, das gefällt mir. Das ist meine erste verkackte Aufnahme in Evoland. Das ist so scheiße, vor allem, weil es halt so ein wichtiger Part war. Oh, und dieser Baum. Also den Yoda-Baum haben wir diese Nymphenträne gegeben. Und zum Dank dafür, dass wir ihn durch diese Nymphenträne gerettet haben, hat er uns den letzten Schlüssel, das letzte Fragment gegeben. Nur unser Problem ist, wir kommen hier nicht raus. Deswegen machen wir hier jetzt gerade die ganze Scheiße. Ich muss jetzt überlegen, wie ich hier weiterkomme. Übrigens, wir können auch Navi wirklich nur in der einen Zeit nutzen, weil sonst kommt die hier an. Hey! Hey, hört mir zu. Ich bin in einer anderen Zeit, kapiert? Kommt zu mir, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ah, das war natürlich auch wieder ein sehr schöner Dialog, denn sie hat gesagt, übrigens, ich neige zu Smalltalk. Oder wie auch immer. Ah, scheiße, da kommt der. Da kommt der da. So, jetzt sind wir in der Vergangenheit, kommen wir da irgendwie hier ein bisschen weiter. In der 8-Bit-Grafik. Scheint nicht der Fall zu sein. Hallo? Das sieht gar nicht komisch aus oder so. Was können wir denn jetzt halt noch machen? Ich muss das tatsächlich überlegen. Ich weiß es eben nicht. Weil so können wir hier locker durch. Das ist überhaupt kein Problem. Frag mich, wie wir zu diesem behinderten Weg hinterkommen. Wenn wir mal ein Stückchen zurückgehen, was passiert dann? Also hier auf dem Weg war ja nichts. Wir kommen ja nicht bei. Das ist so ein kleines Problemchen. Na komm, schon wieder die Aufnahme da, schon komme ich irgendwie nicht mehr weiter. Gerade eben lief es perfekt. Zu denen, da gab es da noch so kleine Tomaten, die konnten diesen Schatten aufhalten.
Wo kann ich da drüber? Ja, normalerweise dürfte ich da jetzt nicht rüberlaufen können, weil da Wasser ist. Aber weiß wer was. Nee, 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 so wird er auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Schnauze halten! Hui! Ahui! Ich habe einfach keine Ahnung. Hier können wir jetzt nicht mehr raus. Navi kann über weite Strecken. Gut, das habe ich jetzt kapiert. Aber was heißt das? Das heißt, im Theoretischen zumindest, dass sie von hier aus eine sehr weite Strecke fliegen kann. Das heißt, wir fliegen einfach mal hier überall lang. Können wir hier durch? Können wir hier durch? Können wir da nicht mehr durch? Verdammt! Eine Schleuse haben sie eingebaut. Das war natürlich gar nicht mehr so dumm. So, dann gehen wir mal hier durch. Fliegen. Hier durch. Kommt man denn da durch? Durch? Könnte das sein? Könnte dies geschehen sein? Nein, kann's nicht. Verdammt! Aber es könnte geschehen sein, dass ich da als Vergangenheit rein kann. Das könnte geschehen sein. Allerdings habe ich keine Ahnung. So, als kleiner Kuro können wir hier gut durch. Hallo? Der Heilige Hain überflutet dieses. Achso, ja gut. Der Judabaum spricht immer die gleichen Sätze. Ja, gut. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir ja eine interessante Sache. So, was haben wir denn hier in dieser Kiste? Mana. Gut. Es hat sich tatsächlich gelohnt, dass ich hier zurückgegangen bin. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich weitergehen muss. Ich habe einfach null Plan. Ja, das war klar. Wieso lässt du mich nicht durch? Ich will doch einfach nur diese Welt verlassen. Dann hast du mich los, dann habe ich dich los. Das ist doch eine positive Sache für uns beide. Aber nein. Computer sagt nein. Ups. Ja. Na.
Minus, bitte. Dankeschön. Jaha. Ich habe immer noch keine Ahnung.